Recht herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit Knolle Spiel zusammen. Hallo. Und wir suchen eigentlich noch den dritten Mann. Wir haben noch ein paar Leute angeschrieben gehabt. Bis jetzt haben wir aber leider keine Antwort gehabt. Und da haben wir gedacht, was machen wir, Knolle? Ja, wir spielen jetzt erstmal das Tutorial zu zweit und gucken dann mal, ob vielleicht der Gast dann nächste Folge schon mit dabei ist oder ob er dann vielleicht auch noch ein bisschen später nachjoint. Und ja, sollte kein Problem sein, denke ich. Habt ihr vielleicht, wenn ihr das Video gestern gesehen habt, das kam ja etwas später, auch schon gehört, was ich da gesagt habe? Sozusagen das Gleiche. Und wollen wir starten? Wollen wir starten. Okay. Die Geschichte. Es war einmal in einem weit entfernten Land ein blühendes Königreich. Aber Friede würde nur so lang währen, der alte König verstarb. Und ohne einen Nachfolger für den Thron verfiel das Königreich ins Chaos. Gierig nach Macht waren Krieger als auch Zauberer. Neue Könige erschienen, um am nächsten Tag wieder zu fallen. Aber der Wahnsinn der Menschen wurde schon bald von einer finsteren Macht überschattet. Die Magie, die einst Leben und Glück brachte, verwandelte sich in etwas Unheilvolles. Einer nach dem anderen, Grab für Grab, begannen die Toten wieder aufzuerstehen und sich von der Energie zu ernähren, die Nacht für Nacht stärker wurde. Angst ging im Königreich und es war schon bald herrenlos. Am Rande des Königreiches, nahe der Astralakademie, führte eine Diebin ihren gerissenen Plan aus. Sie hatte von einem antiken Gegenstand von unglaublichem Wert gehört. Die Astralakademie, ihrem Schicksal überlassen im Angesicht schrecklicher Feinde, hatte niemanden, um den Schatz zu schützen. Die Zeit war gekommen. Ja, gut. Die Zeit ist gekommen. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Starten wir. Zack. Zack. Macht er was? Ich bin da. Ich bin da. Ich bin der Linke. Wir sehen gleich aus. Wie geht denn Schießen? Mit dem rechten Stick, wenn du... Ah ja, hab ich. Aua! Gut. Gut, bewegen ist klar. Steht da oben. Springen ist wahrscheinlich auch klar. Okay. Gut. Ich hab hier eine grüne Flasche, oder was ist das? Ja, das sind Erfahrungsflaschen. Gut, dann nehme ich die mal, ne? Ja. Ich weiß gar nicht. Kann man hier unten auch lang? Ja, geh mal du mal oben lang. Okay. Okay, hier kann man auch nur hoch. Alles klar. Oh, da oben ist wieder eine grüne Flasche. Die ist deine. Schwingen und loslassen. A drücken. Schwingen und loslassen? Aha, verstehe nicht. Benutze den Enterhaken. So, seht ihr ja? Wo ist der Enterhaken? Ach so, oben rechts. Ja, das ist wieder was für mich. Benutze den Enterhaken. Ist das der obere oder was? Ja. Ah, sehr schön. Ich versuche jetzt mal die Flasche da oben zu kriegen. Ah, oh, ganz knapp. Solange du da noch. Ich kann Pfeil und Bogen schießen, aber ich kriege wieder keinen Enterhaken hin. Ich weiß wieder nicht warum. Du musst den rechten großen hinten drücken, wenn du mit Controller spielst. Ja, ich drück den großen. Ah, jetzt hat er es gemacht, aber naja, ich bin wieder mal so schlau und schaff das nicht. Okay, und ich hab die grüne Flasche da oben geholt. Ich krieg die nicht. Ich hab sie gekriegt. Ich bin zwar zu doof zum Schwingen, aber ich hab die Flasche gekriegt. Gehen wir weiter. Schicke Kerzen, ja. Oh, wir kommen nicht mehr zurück. Tür ist zugegangen. Ja, ich häng hier fest. Du hängst fest. Das sieht ja aus. Ja, kann sich nach oben ziehen. Dann schwingen und springen. Ah, oh, was bin ich froh, dass ich das geschafft habe. Okay. Da oben ist wieder was Grünes. Zweimal, einmal für dich, einmal für dich. Einmal für dich, einmal für dich. Ja, okay. Genau. Okay, ich habe die Erfahrungspunkte. Deine ist noch oben. Ich gehe weg, damit du sie auch kriegst.
So, hier hat der Faust gerade die Tür eingeschlagen. Der sanfte Mond lächelte die Diebin an, als sie auf den Schrein des antiken Schatzes zuging. Aha. Seltsamerweise erlaubten ihr die beschützenden Zauber des Schreins, unbeschadet einzutreten. Jetzt kann man eintreten. Meinst du? Weil er aufgehört hat zu sprechen, oder was? Ich habe ihn. Du hast ihn, ich nicht. Als die Diebin den Schatz berührt, ergreift sie ein kribbelndes Gefühl. Mhm. Die Diebin würde bald entdecken, dass das Schicksal sie ergriffen hatte. Na dann. Wer kommt jetzt? Unbemerkt von der Diebin wachte ein Zauberer gerade auf. Er hatte einen Blick durch das Fernglas geworfen und die schreckliche Armee des Todes gesehen. Er war versessen darauf, nicht zu sterben. Bei meinem Hut, ich muss entkommen! Jetzt bin ich ein Zauberer. Er hatte die Sterne studiert und alles getan, um den schweren Feuerballzauber zu erlernen, welchen jeder Zauberer kennen muss. Natürlich war das eine Lüge. Der Zauberer hatte einen gewissen Ruf bei den Frauen. In Wirklichkeit hatte er versucht, einen gefälschten Feuerballtrank herzustellen, der Frauen beeindrucken und seinen Status verbessern sollte. Dies misslang und verursachte einen zweiwöchigen Schlaf. Na, das war nix. Oh. Was hat er gesagt? Irgendwas mit einem Feuerzaubertrank, der zweiwöchigen Schlaf verursachte. Aha. Mehr habe ich nicht mitgekriegt. Ja, und dann soll ich doch die linke Taste drücken, da sollte doch hier was passieren, oder? Ja, du musst aber erst mit dem Cursor auf das Objekt gehen. Ja, ich bin jetzt auf die Kiste. Kann er die Kiste nicht annehmen, oder was? Doch, da musst du auch noch die Taste drücken, womit du auch das Schwingen tust. Oh. Und meiner Trank aufgenommen. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, weil ich hier unten die Kiste verschoben habe, oder? Kann das sein? Nee, da kommt man noch hoch. Ah. So, und was sagst du jetzt? Ich muss den großen bewegen. Du musst erstmal den Cursor. Ja, den hab ich. Dann musst du die wie zum Schwingen die Taste drücken. Ach, das, in der Anzeige war das doch eben anders, oder? Ja, die haben wahrscheinlich den anderen genommen. Naja, okay. Passt alles jetzt, oder? Guck mal, so. Ich mach dir einen Fahrstuhl. Nett. So, gehen wir weiter. Müssen wir da oben noch lang gehen? War ich schon. Aua. Da oben war nichts mehr, oder was? Nein. Und dann ist es wohl vorbei. Das Türchen geht auch wieder zu. Zeichne ein Quadrat und lass los. Ist das jetzt der untere dicke Button hinten, ne? Du kannst beide nehmen. Da musst du ein Quadrat zeichnen. Was will der jetzt von mir mit dem Quadrat? Ja, du musst das drücken, dann musst du mit dem Cursor ein Quadrat machen. Muss nicht unbedingt ein Quadrat sein, dann kannst du auch einen großen Kreis machen. Ja, aber ich krieg's wieder nicht hin, ne? Ist ja wieder klar, ne? Also ich drücke vorne links die Taste, richtig? Ja, die große. Ja, macht er wieder nicht. Da. Dann loslassen. Du glaubst es nicht. Für mich ist das wieder total suspekt, weil da oben... Tür geht auf. Diese Anzeige von dem Cursor war doch nicht links, sondern rechts hat er mir doch gezeigt, oder? Bei mir hat er links gezeigt. Bei mir zeigt er das irgendwie spiegelverkehrt. Keine Ahnung warum. Du kannst aber egal welchen benutzen. Muss ich irgendwas machen hier noch? Nein, ne? Doch, da rechts ist noch ein Erfahrungslöchchen. Nein, ist super. Die Kiste ist weg, sowas Doofes. Jetzt komme ich dann immer hoch, oder was? Kannst du das ja deine da hinschieben oder eine neue machen? Ist das hier meine Kiste hier? Wofür ist denn der Schalter da auf der Erde? Ah, nein, super. Ich bin nicht drauf gekommen. So, jetzt schon ist es geschafft. Hast du geholt, oder was? Jo. Jetzt können wir hier durch. Dann können wir weitergehen. Okay, deine Punkte. So. Der Zauberer sah in ein schimmerndes Licht am Schrein. Niemand war jahrhundertelang in der Lage,
dem Schrein aufgrund antiker Magie nach. Stopp! Oh. Was war? Ja, du hast die Geschichte abgebrochen. Na super, doof sowas. Ja, musst du vorher stehen bleiben. Na. Mein Liebling, warum so ein leidvoller Blick auf einem so hübschen Gesicht? Was hältst du in den Händen? Bist du hier? Der Zauberer berührte die Hand der Diebin und dann den Gegenstand. Seine Hand steckte fest. Was für ein Trick ist das? Ausnahmsweise war der Zauberer mehr an der Magie als an allem anderen interessiert. Er hatte ebenso Angst um sein Leben. Aber jemand war in der Nähe, der eine Herausforderung begrüßte. Na super. Am anderen Ende der Astralakademie hatte ein Ritter seine Fähigkeiten trainiert, um die Untoten zu bekämpfen und sich würdig zu erweisen, der Armee des Königs beizutreten. Unter uns, er verstand nicht so richtig, was Untote waren. Aber dies war seine Chance, der mutigste aller Ritter zu sein. Der Ritter spürte seine Aufgabe, die Astralakademie in dieser Zeit der Verzweiflung zu beschützen. Er hielt Ausschau nach allem Ungewöhnlichen. Okay, du gehst unten lang. Ach ja, ich war das. Oh, wie kommen wir denn da oben hin? Super. Vorstellung? Ah, runterschmeißen. Genau. Aber das andere da. Ich nehme ja auch mal ein paar Punkte, wa? Ich weiß aber nicht, wie man hier... Ah, so. Hast du es gekriegt? Sonst hätte ich gedacht, vielleicht da oben irgendwie an den Dingen dran hängen. Nee, das geht nicht. Das Locken geht mit nicht, dem okay. Schild. Und wie geht das mit dem Bildschlag? Moment, noch da, so. Ja, toll. Das war zu spät. Auch egal. Der Ritter sah ein schwaches Licht vom uralten Schrein kommen. Aber jetzt bleib stehen. Ja. War ein Dieb sein? War dies der Ehrentag des Ritters? Er hatte sich geschworen, den Schrein und die Akademie zu beschützen. Nichts könnte ihm den Weg versperren. Geschichte vorbei. Oder? Mhm. Wollen wir nur weitergehen, ne? Zu den anderen beiden, die da oben ja schon stehen, oder? Ja. Cool. Haben wir es geschafft? Was ist hier los? Party! Der Ritter kam näher und langte mit einem festen Griff nach der dritten Seite des Gegenstandes, wie nur ein mächtiger Krieger es tun kann. Oh nein, das verheißt nichts Gutes. Was verheißt nichts Gutes? Ein Lichtblitz erschien und der Zauberer, die Diebin und der Ritter waren weg. Verschwanden einfach. Unsere Helden waren von dem Effekt des mysteriösen Gegenstandes überwältigt. Na super. Der Zauberer versuchte sich an alles, was er über den Schrein und das Artefakt gelernt hatte, zu erinnern. Seine Gedanken rasten durch altertümliche Geschichten und Legenden. Schließlich erinnerte sich der Zauberer. Der Schatz, der antike Gegenstand, war etwas, das Seelen miteinander verbinden konnte. Wie es funktionierte, wusste er nicht. Aber er wusste, dass es mit der Legende des Hüters, dessen sterbliche Überreste in den Katakomben tief unter der Astralakademie begraben wurden, zusammenhing. Das Grab befand sich direkt unter dem Schrein. Der Zauberer konnte es nicht erklären, aber er war sich sicher, dass der Gegenstand Trine genannt wurde. Dem Ritter war es egal. Ein dringenderes Anliegen lag ihm auf der Seele. Kämpfen. Ich dachte, das Spiel heißt Trine. Kämpfen. Ach. Gut, haben wir das? Ja. Müssen wir weiter, oder? Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ach, da. So, aber ich denke mal, wir haben das Tutorial durch. Das heißt, hier geht's normal weiter, oder? Ja, beim nächsten Mal, wenn wir vielleicht sogar einen Gast haben. Genau. Den rechten Moment zur Flucht. Danke. Hoffentlich mit Schatz und ohne die beiden Narren. Ich denke, ich weiß, wie wir das Gerät zu unseren Gunsten nutzen können. Mhm.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.